Ja, mit den Revisionen sind wir soweit fertig. Wir haben ja heuer genug Zeit gehabt vom März weg. Und wir haben damals halt eine super Schneelage gehabt, die haben wir ja optimal ausgenutzt. Wir haben riesige Schneedepots gemacht, sodass wir eigentlich, wenn es normal geht, wir rechtzeitig starten können. Geplant ist ja 25. September zu starten. Revisionen bei der 3S-Bahn ist auch immer ganz spannend. Ist ja unsere neueste Anlage, unser Aushängeschild. Und da sind wir natürlich auch, ja, wie bei allen Anlagen, sehr, sehr genau arbeiten in luftiger Höhe. Bei schönem Wetter. Auch die Seilreiter, so wie man sie da gut sieht, muss man überprüfen. Nachher die ganzen Überprüfungen für die Rollenbatterien, von der Kabine selber, von der ganzen Strecke, vor den Stützen. Soweit ist alles abgeschlossen und können wir wieder gut in Betrieb gehen. Ja, wir haben natürlich nicht nur Gondelbahnen, wir haben ja Schlepplifte und Sesselbahnen. In Summe haben wir 25 Anlagen, die können genauso revisioniert. Da sieht man jetzt ganz konkret die Revision bei der 8er Rotadelbahn. Eben auch wieder da, gerade in dem Moment in luftiger Höhe sozusagen, wo die Rollenbatterien überprüft werden. Man sieht ja das ganz gut, wie man da mit Hubzug und so weiter arbeiten muss. Die Rollen aufheben, die Rollen schmieren, die Rollen tauschen. Ist natürlich immer wieder eine sehr spannende Arbeit. Man sieht das eh, schaut gar nicht einmal so ungefährlich aus, aber ist sehr, sehr interessant und spannend. Ein weiteres Highlight ist immer wieder Getriebe, auch nicht nur für uns, sondern auch für die Schof. Die Getriebe werden ja jährlich überprüft bei allen Anlagen und nach einer gewissen Zeit, nach einer gewissen Stundenanteil müssen sie ja wirklich ausgetauscht werden, ausgebaut werden und revisioniert werden, überprüft werden. Und das ist immer sehr, sehr spannend, weil sie natürlich sehr, sehr schwer sein. Braucht natürlich auch Spezialfahrzeuge mit Spezialkräne. Die werden dann übers Dach in die Station reingehebt. Das Dach wird mehr oder weniger in dem Bereich abgedeckt und da muss man schauen, dass man da wirklich millimetergenau hinarbeitet. Von der technischen Seite sind wir gut gerüstet, sind wir alles vorbereitet, haben wir soweit alles gemacht. Man hat ja die Bilder am Anfang noch gesehen bei der Schneeloge, also wir haben gute Schneedepots gemacht. Soweit denke ich, und wenn die Witterung passt, werden wir planmäßig am 25. September am Stubaier Gletscher in Betrieb aufnehmen.